Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder unterwegs, ihr habt es gelesen, und zwar wollen wir heute nach Magdeburg. Wetter ist zurzeit noch... Aber es wird besser, so sagt das Wetterradar, ne? Und zwar allein morgen, und deshalb wollen wir morgen Vormittag auf jeden Fall schon ein bisschen was erleben. Das alles seht ihr aber nach unserem... Intro. Wie fängt eine Reise an? Mit Geld ausgeben. Ja, Gottes Willen. Wir haben wieder Geld ausgegeben. Fängt das schon wieder an. Wir wollen unter anderem an diesem Wochenende basteln, basteln, basteln. Also basteln will er wieder. Und? Naja, wir wollen was nachrüsten, ne? Ja, wir wollen ja endlich mal ein bisschen noch autarker werden. Wollen auf Chemie verzichten. Damit wisst ihr vielleicht schon, um was es geht. Ob es, wie weit wir dazu kommen, das werdet ihr dann sehen. Dann waren wir nämlich jetzt bei Fritz Berger, und weil wir da selbst eingekauft haben, ist es auch keine Werbung. Ihr könnt es aber als Werbung nehmen, weil ihr wisst das selber. Ja. Wir haben den Karton gekauft. Genau, ich hoffe, da ist auch Inhalt drin, nicht nur Karton. Das ja, wir haben ja einen Tisch, weil den Malibu-Tisch, den hatten wir ja beim Kuwi, den haben wir jetzt nicht übernommen, weil der ist viel zu teuer. Ja. Wir haben jetzt einen eigenen gekauft, und der Vorteil ist, dieser hier ist noch ein bisschen größer, ein bisschen flacher, so passt da ein bisschen besser da rein. Da passen 4 Leute ohne Probleme ran. Genau, so haben wir uns das gedacht, und wir werden den also irgendwann auspacken und werden den dann auch mal versuchen zu verstauen, ob das auch wirklich so gut klappt. Ja, wenn nicht... Dann kriege ich einen auf den Deckel. Dann kriegt er aber gesagt. So richtig einen auf den Deckel, weil dann weiß ich nicht, was wir damit anfangen sollen. Vielleicht haben wir dann ein Gewinnspiel. Wäre aber ein bisschen teuer. Nein, das gucken wir mal. Ja, jetzt heißt es ab auf die A2 von Braunschweig. Haben wir noch ein paar Kilometer. Ja. Und wie gesagt, wir hoffen, dass das Wetter noch ein bisschenermaßen hält. Dass mindestens wir vielleicht schon ein bisschen was von Magdeburg zeigen. Sonst auf jeden Fall so die erste Tour. Stellplatz wollen wir euch zeigen. Ja. Und idealerweise ein bisschen was von der Stadt. Stellplatz ist an der Elbe, so viel können wir auch schon verraten. Wenn wir den kriegen, das hoffen wir auch, ne? Wenn nicht, ist das Video relativ schnell vorbei. Dann haben wir nämlich nur ein Video für uns gemacht, weil dann ist das Video vorbei. Ja, das ist richtig. Dann so. Müssen wir woanders hin. Jetzt, also in diesem Sinne, wir fahren jetzt los. Los, fahr. Fahr. Angekommen in Magdeburg. Ja, direkt am Wasser. Das genau. Wie nennt sich das? Die Elbe. Die Elbe, nicht nur das Wasser, ist die Elbe. Wir sind mal wieder an der Elbe. Also ihr merkt, wir kommen von diesem Fluss nicht weg. Wobei, wenn ihr überlegt, letzte Woche habt ihr ein bisschen mehr Elbe gehabt. Da konnte so eine fette Queen Mary rüber donnern. Und hier ist ein bisschen schmaler und nicht ganz so tief natürlich. Aber dafür ganz schön schnell. Ja, relativ. Also ist schon eine gute Fließgeschwindigkeit. Aber wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen die Gegend unsicher machen. Genau, ein bisschen am Elbufer vorbeilaufen, euch ein paar Sachen zeigen, wenn wir Glück haben. Grüne Zitadelle, das ist ja das 100-Wasserhaus, der Magdeburger Dom. Ja, gucken wir mal in die Richtung, ne? Ein paar Impressionen einblenden, damit ihr wisst, warum ihr hier nach Magdeburg kommen sollt. Thank you.
So, die ersten Bilder habt ihr gesehen. Richtig tolle Stadt. Also ich bin ja nun Sachsen-Anhalt, aber das habe ich selbst noch nicht gesehen. Und ich war noch nie vor dem Landtag. Hier ich ist der Landtag. Hier ist der Landtag, genau. Also es ist eine schöne Stadt hier in Magdeburg. Ja, richtig schön. Der Dom hier am Domplatz, also das ist schon was richtig Feines. Und da würde ich sagen, kommt unbedingt hier mal her und besucht mal die Stadt. Also es ist richtig, es ist sehenswert, auf jeden Fall. Im Sommer, dann ist es auch richtig toll. Hinter uns da ist die grüne Zitadelle, da werden wir gleich nochmal hingehen. Man kann sie jetzt so ein bisschen im Hintergrund, naja. Kann man das? Nee, nicht so ganz. Guck mal nach oben, aber das auch nicht. Nee, ist genau dazwischen. Der Landtag ist zu fett, das sieht man nicht. Auf jeden Fall werden wir euch das jetzt als nächstes nochmal zeigen. Und im Sommer oder im Frühjahr, wenn alles blüht, muss das so richtig genial aussehen. Wunderschöne Aufnahmen haben wir euch, glaube ich, gezeigt. Das ist richtig cool gewesen. Das haben wir uns wirklich auch nicht vorgestellt. Gerade die Zitadelle. Ja, also wunderbar. Also uns gefällt es hier ziemlich, muss ich ehrlich sagen. Schön. Also wir sind gespannt, wie der Platz ist. Den werden wir euch morgen dann vorstellen. Wie gesagt, wir können schon mal sagen, keine Fähr- und Entsorgung, kein Strom, kein gar nichts. Na das doch, da oben war, glaube ich, Fähr- und Entsorgung, aber ja, die ist gerade abgedeckt. Die ist, glaube ich, so defekt gerade. Toilette auf jeden Fall. Also sonst kein Strom. Ihr bezahlt 8 Euro. Es ist nicht so ganz nachzuvollziehen, weil man fährt nur einmal rauf und man fährt ja nicht nochmal runter und steigt da nochmal 8 Euro rein. Ja, man soll maximal 3 Tage hier bleiben. Genau. Und theoretisch kann man für 3 Tage, also für 8 Euro für 3 Tage hier stehen. Ne? Also es ist dann schon okay. Also wunderbar und wie gesagt, perfekten Blick von der Elbe auf die Elbe. Wir machen da nochmal ein Foto gleich. Genau. Jo. Und dann haben wir ja einen Tisch gekauft. Hm. Ja, der passt wohl nicht ganz, ne? Also von der Höhe leider. Ich glaube so viel? Ja, genau. Da sind halt diese Aluminiumbalken, die wir hier in diesem Fahrzeug haben, sind halt da im Weg. Und naja, was soll man sagen? Ja. Ist halt so. Und wir brauchen die Aluminiumbalken für unser Heckgaragensystem. Richtig, brauchst du sowieso, damit das Bett nicht durchbricht. Ja, also das ist richtig blöde, dass das jetzt passiert ist. Aber, tja, was soll man machen? Wir müssen damit jetzt leben und hoffen, dass der Tisch zurückgenommen wird. Ja, wir haben den wieder ordentlich verpackt, so wie er original war und gut ist es. Normalerweise wird das schon kein Problem. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir halt bei Berger einen anderen Tisch irgendwie da auf die Reihe kriegen. Das ist richtig. Ist wirklich ärgerlich, aber manchmal merkt man, typisch Kerle, ne, messen nichts nach und plupp. Passt nicht, genau. So. Na gut, in diesem Sinne werden wir uns jetzt erstmal was zu essen machen. Lass uns Essen machen und dann werden wir noch ein bisschen was vorbereiten zum Basteln. Ne? Ja, das wollte ich noch aber machen. Aber erstmal essen. Genau. So, wir hatten lecker Würstchen, wie immer auf dem Freitag. Essen wir meistens Würstchen, weil es einfach ist und wir uns da keine Gedanken machen müssen. Ja. Ja, eigentlich wollte Stefan noch ein bisschen basteln, aber es war dann doch heute ein bisschen langer Tag und man glaubt es gar nicht, weil wir sind wirklich die ganzen Kilometer von dem Stellplatz zum Dom und wieder zurück. Das sind mal knappe 3,8 Kilometer. Ja, dann sind wir noch ein bisschen so rumgelaufen. Ne? Also das waren schon ein bisschen, was war das schon? Ne? Also man kann gut laufen und es ist wirklich sehr zeitnah. Wir blenden euch jetzt nochmal ein Bild ein, weil wir diese Brücke, die wir hier haben, mit diesem blauen Licht, das sieht richtig toll aus. Das und ist mega. Also wir haben nochmal ein bisschen geguckt, was könnte man alles in Magdeburg machen? Denn wir werden in diesem Video nicht alles euch zeigen können, was überhaupt möglich ist. Wir empfehlen euch auf jeden Fall mal einen Besuch des Magdeburg Doms. Den haben wir euch gezeigt.
Die grüne Zitadelle, das 100 Wasserhaus. Lohnt sich auf jeden Fall. Geht mal wirklich rein und guckt mal wirklich in die Innenhöfe. Das ist super schön. Da gibt es tolle Restaurants, da gibt es ein Theater. Und, das muss man dazu sagen, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert auch mal, es ist das letzte Bauwerk von 100 Wasser. Also es ist das letzte, was danach was gebaut worden ist. Mhm. Also wirklich interessant. Dann gibt es ja den Elbauenpark, wo 1999 die erste Bundesgartenschau in Sachsen-Anhalt stattgefunden hat. Daher kenne ich eigentlich den Elbauenpark. Da gibt es auch den Jahrtausendturm. Ja, 99, klar, dass es der Jahrtausendturm ist. Auch immer sehr schön, finden immer sehr viele Veranstaltungen statt. Dann lohnt es sich, das haben wir schon immer gesehen, weil wir schon ab und zu da waren, ist und zwar Rothensee, das ist ein Schiffshebewerk. Ja. Und dann gibt es auch eine Schleuse und dort gibt es dann gleich danach das Wasserstraßenkreuz der Elbe, das größte in Europa. Da sieht man nämlich auf einmal wie der Mittellandkanal über die Elbe. Ja, das ist schon beeindruckend. Also das muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Also das lohnt sich auf jeden Fall und auch allein das Schiffshebewerk ist immer was Schönes. Dann hat man noch eine Hubbrücke. Die wollen wir euch morgen zeigen und eine bunte Straße. Das haben wir uns noch vorgenommen für morgen. Ja. Das wollen wir euch zeigen auf jeden Fall. Dann ist da hinten in der Ecke, also wenn wir so jetzt rausgucken würden, da ist auch noch so ein kleines Gebäude. Müssen wir mal gucken, ob wir es finden. Auf jeden Fall haben wir euch noch ein bisschen was wir euch zeigen. Und sonst würden wir sagen, kommt auf jeden Fall her. Und mehr zum Platz, das erzählen wir euch definitiv morgen. Genau. Wir gehen jetzt ins Bettchen und dann gibt's Frühstückchen und dann sind wir wieder da. Also, bis morgen. Gute Nacht. Bevor es in diesem Video weitergeht, möchten wir euch natürlich auf unsere Aktion We Are Together erinnern. Ihr wisst ja, wir sammeln noch Geld für diese Aktion. Und zwar so, dass wir Anfang April einen schönen Batzen Geld an 4 Aktionen verteilen können. Dazu sammeln wir selber auch Geld unter paypal.me/weare-together. Der Link ist eingeblendet. Falls ihr vielleicht den 1 oder 2 Euro noch dafür übrig habt, dann gerne dort hinspenden. Wir sagen danke und jetzt geht's weiter im Video von Magdeburg. Guten Morgen zusammen, herzlich willkommen beim Aufräumen und Saubermachtrupp. In diesem Sinne, jetzt saugen wir erstmal. Und guten Morgen von mir. Und wir sind so froh, dass wir den haben. Das war zwar eine Tortur, wieder das Ding zu kriegen, man glaubt es gar nicht. Ja, in der heutigen Zeit irgendwelche Klamotten zu kriegen, ist eh immer Katastrophe. Das Schlimme ist, den haben meine Eltern auch und den haben die entsprechend bei einer Edeka-Kette, eine von den vielen, gekauft. Und da war er im Angebot, wo wir gerade da waren. Werden es nur da kaufen müssen? Ach nö. Nee, wir haben gesagt, 5 Euro billiger, umso besser. Aber bestellen wir im Internet. Und dann ging die Odyssey wieder los. Also ja, hat wieder gedauert, ne? Also wenn ihr sowas kriegt, was richtig cool ist, der ist nämlich mit USB. Ja, und vor allen Dingen, du kannst den Akku rausnehmen. Das heißt, da muss ich mal deine Unterstützung haben. Jetzt mal rausziehen. Zack. Und dann lässt sich dieser Akku nämlich selbst eigenständig laden. Also das heißt, das Ding kann im Auto verbleiben. Das Teil könnt ihr im Winter rausnehmen, könnt ihr laden, fertig oder mit nach Hause nehmen, rausnehmen. Genau. Finde ich ganz gut. Also sehr praktisch auf jeden Fall. Circa zwischen 10 bis 6 Minuten. Je nachdem, welcher Stufe du bist. Ja, rein richtig reindrücken. Genau. Also klar, der Verbrauch und so weiter ist natürlich logisch. 90 Watt Motor irgendwie. Also leistungstechnisch ist es für uns in Ordnung. Wir haben 2 Stufen. Wir saugen meistens in Stufe 1. Aber man kann halt dann auch noch mal ein bisschen mehr Power geben. Natürlich ist es kein Staubsauger, der von zu Hause ist. Logischerweise, die haben natürlich mehr Power. Es ist ein Unterwegs-Staubsauger, genau. Wenn man Krümelchen hat, damit sie das wegkommen kann. Und das war hier super. Ich habe das eben hier auch auf den Sitzen einmal durch und so weiter. Also Sitze sind soweit sauber. Alles gut, passt. Wunderbar. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Genau, haben aber noch einiges zu erzählen gleich. Also du packst ihn mal weg und ich habe dann noch was zu erzählen. Na, dann mal los.
Wir wollen jetzt los. Erstmal natürlich euch nochmal den Platz zeigen, wie funktioniert das hier alles. Dann wollen wir auf jeden Fall zu der Hubbrücke. Das ist unser Ziel. Und wir wollen euch eine relativ bunte Straße vorstellen. Und ja, dann schauen wir mal. Stefan hat noch was vor, will basteln. Stefan kann das mal hochhalten. Was haben wir da vor? Ein Sogsystem. Endlich ist es soweit. Es ist ja langsam ja, März, kann man schon sagen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall den Sog verbauen. Und wie immer, anders als die meisten im Kastenwagen, wir machen die Unterbodenvariante, ne? Genau, das wollen wir nämlich nicht. Ja, weil wir wollen im Prinzip draußen nicht diese blöde Haube da haben. Das finden wir nicht sehr schön und es muss nicht unbedingt sein. Und wenn du da vorhin neben sitzt oder sowas, dann riecht es vielleicht oder so. Unterm Auto ist es dann doch besser, ja. Finde ich persönlich. Beziehungsweise es muss nicht immer sofort jemand sehen, dass da was los ist. Und wir haben den ja schon mal verbaut, den Sog, nämlich den Pepper. Das hat gut geklappt, natürlich. Das ist ein Wohnmobil, das ist noch ein bisschen, also im Prinzip kein Kastenwagen, sondern halt ein Teilintegrierter. Das ist noch ein bisschen einfacher, weil man nur durch Holz hier muss. Hier ist es halt, dass du durchs Blech durch musst, aber... Wie das funktioniert, das schauen wir uns zusammen an. Da gibt es auf jeden Fall noch ein Video zu. Genau, da gibt es ein extra Video. Wenn alles gut geht, sogar schon nächste Woche. Aber wir wissen es noch nicht. Mal gucken, ob ich das bis dahin fertig habe oder nicht. Das ist auch die Sache. Wir wollen ein bisschen Druck machen, ne? Ja, ja. Zu, dass es fertig ist. Ich merke das schon. So, jetzt stellen wir euch den Platz vor und dann geht es ab zur Hubbrücke. So, damit ihr einen kurzen Blick habt, wir sind zwar relativ dicht an der Straße, aber dort hinten, da werdet ihr auch gleich sehen, da kommt ein Wohnmobil dann gleich an uns vorbeigedonnert. Gibt es den Platz direkt an der Elbe, aber nur von Montag bis Samstag. Sonntag ist dann nämlich Fischmarkt, da könnt ihr nicht hinkommen. Sonst 3 Euro. 8 Euro für 3 Nächte. So rum war es gewesen. Ihr könnt 3 Nächte hier bleiben. Genau, ihr braucht auf jeden Fall Münzen. Ihr braucht nämlich 1 Euro, also 50 Cent nimmt ihr, 1 Euro und 2 Euro Münzen. Da steckt ihr rein, dann geht ihr um Poller runter. Und dann kommt ihr entsprechend hier drauf gefahren, also genau umgekehrt wie der Wohnmobil, was gerade an uns vorbeigefahren ist. Aus Rimpeln kam er. Jo, ja, und dann, das war unser Nachbar, glaube ich. Genau, und dann, wie gesagt, für 55 Mobile, in Spitzenzeiten standen auch mal 65, also dann kommt das immer drauf an. Genau, und hinter uns, da seht ihr sozusagen unser Fahrzeug und die Straße, die dann dahinter sich befindet. Normalerweise habt ihr da so eine Sani-Station, die ist allerdings gerade abgedeckt, die ist also im Moment defekt. Aber ich denke, da werden die das wieder aufbauen und dann wieder in Betrieb nehmen können. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr gut hier geschlafen. Also es war richtig toll. Und wie gesagt, mit dem Blick auf die Elbe wirklich richtig, richtig feini fein. Also was, Daumen hoch, ne? Genau, was wir aber sagen müssen, im Sommer, wie gesagt, gut voll. Und ihr seht ja das da vorne, was wir gerade haben. Ja. Da ist eine Strandbar, da ist natürlich richtig was los im Sommer. Das muss man natürlich wissen. Ne? Also so viel Fairness soll schon sein. So, klar. Klärchen kommt raus, das heißt, wir wollen zur Hubbrücke, da werden wir jetzt hin und dann zeigen wir euch das einmal. Wir nehmen euch also mit. Bis gleich. Ihr seht, hinter uns, wir haben jetzt den Buggy genommen. Man kann das wunderbar zu Fuß laufen, weil ich sehe auch die Brücke, wo wir rübergelaufen sind zum Dom. Aber wir haben heute noch ein bisschen was vor, deshalb müssen wir ein bisschen es kürzen, so wie wir es dann noch schaffen könnten. Wir wissen auf jeden Fall eins, Magdeburg wird uns wiedersehen. Also es ist sehr schön hier und wir wollen auf jeden Fall nochmal her. Vielleicht dann auch mit den Rollern oder so, ne? Genau, das kann ich mir richtig gut vorstellen im Sommer. Es gibt hier verschiedene Stellplätze. Wie gesagt, wir waren am Elbpromenadenufer. Es gibt, allein auf dieser Insel gibt es noch mindestens einen zweiten. Und ich würde sogar sagen, es gibt noch weiterhin noch einen dritten. Also Plätze gibt es. So, und jetzt laufen wir zur Hubbrücke, was früher eine Eisenbahnbrücke ist. Genau, ich zeige euch das mal, denn man sieht noch die Schienen ganz gut. Und ja, und da geht eine Treppe halt hoch, ne? Genau, die gehen wir jetzt auch hoch. Wir werden jetzt nicht rüberlaufen, das kann ich euch schon mal verraten. Aber wir wollen jetzt einen Teil und von der Brücke, da melden wir uns dann nochmal wieder. Genau. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder.
come the sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Also eine wirklich richtig tolle Brücke und ich finde das schön, dass man sowas lässt. Wie gesagt, eine einspurige Bahn, Eisenbahnbrücke ist das, die führt auch da noch weiter. Und es gibt noch einen zweiten Teil, der ist dann im Rote Horn Park, der ist allgemein hier. Also hier diese Insel, auf der wir gerade mit unserem Buggy stehen, der ist sowas von grün, finden tolle Veranstaltungen auch immer wieder statt. Also im Sommer ist hier richtig was Cooles los, da kann man das richtig toll genießen. Wir werden jetzt aber zu einer sehr, sehr bunten Straße fahren, hier in Magdeburg. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir kennen das alles ja selber nicht. Und wir haben einfach wir nur sind gespannt, ne? Google genutzt und haben einfach Sehenswürdigkeiten Magdeburg eingegeben. Und da findet ihr eine ganze, ganze Menge. Und ja, wir fahren jetzt zu einem von dem, was wir da auch gefunden haben. So, das war die bunte Straße, würde ich sagen, richtig bunt, richtig cool. Schön, ja. Also klar, da fährt man durch, schaut sich das an, das ist jetzt kein großes Sightseeing, aber wir wollten es einfach sehen, weil es eh auf den Weg zu dem nächsten Ort ist, wo wir hin müssen. Ja, wir sind jetzt erstmal noch schnell an einem Einkaufsladen, weil wir noch ein bisschen was besorgen müssen. Und ich hoffe, wir haben euch ein paar Impressionen zeigen können. Also zum einen die Hubbrücke, wir haben euch den Domplatz gezeigt, wir haben euch die grüne Zitadelle gezeigt. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Es lohnt sich also nach Magdeburg zu kommen und wir werden das nämlich auch nochmal tun. Jetzt gehen hier die Sirenen los, ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber ja, es ist halt 11 Uhr, Test. Genau, hier wird das noch gemacht, sicherheitshalber. Genau. Und auf jeden Fall können wir sagen, wir werden mit unseren Rollis wiederkommen. Auf jeden Fall an der Elbe lang, schön bestimmt. Also da freuen wir uns schon sehr drauf. Genau, und wir sagen, kommt nach Magdeburg, wie man das nämlich in dem Magdeburger Dialekt sagt. Das heißt nämlich, die sagen nicht Magdeburg oder ganz schlimm Magdeburg. Das ist völlig falsch. Das hat nichts mit der Markt zu tun. Magdeburg ist am besten oder Magdeburg. Betonung liegt auf Burg. So, da habt ihr mal was gelernt heute. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.